Bertl, gratuliere zum Sieg. Was waren heute die ausschlaggebenden Kämpfe? Der Johnny Garcia, unser 16-Jähriger, der ist zweimal über sich hinausgewachsen. Nicht nur, dass er Eichern, Weichselbaumer, Tobias besiegt hat, sondern er taktisch sehr gut kämpft. Ich glaube, er macht ein tolles Judo. Das sind auch die Früchte von unserem Toshi Nakamura. Wenn man bedenkt, dass der Jonathan 16 Jahre ist und erst seit 3,5 Jahren Judo macht, ist das eine tolle Geschichte. Dieser Sieg kehrt in Johnny Garcia, in Schöckler Christoph, der trotz der, ob der Verletzung vom Peter gewonnen hat, und auch das Unentschieden vom Akel Thomas. Ich habe da mindestens ein Vasari gesehen, es war leider nichts. Das waren die Matchwinner. Wir können uns auf unsere Legionäre verlassen. Wir sind eine Durchschnittsmannschaft in der Bundesliga. Wir haben Top-Legionäre. Wir sind uns einig mit unseren Legionären. Das macht uns sehr stolz. Wir sind froh, dass wir auch einen Marjanovic Tomislav da haben in der Mannschaft, der heute nicht da war. Einen jungen Gombot mit Jahrgang 1995. Die Mischung passt und das hat eines gezeigt. Wir waren 4 Jahre mit der zweiten Mannschaft in der zweiten Liga. Wir haben uns im Schwergewicht sehr schwer dann in der zweiten Liga. Aber wir haben uns ein Team geformt von 13 bis 15 Kämpfern. Es waren heute 4 Leute nicht da bei uns. Höhl hat gefehlt. Es hat zweimal Krasmug und Bertagnoli gefehlt. Das macht uns eigentlich aus, dass wir sehr kompakt sind und dass wir eigentlich den Schwerpunkt aufs Überleben in der Bundesliga gesetzt haben. Für uns sind in der Männermannschaft, das sind lauter berufstätige Menschen, für uns ist das Judo, die Männermannschaft ist uns wichtig und wir wollen auch in der nächsten Runde am 23. gegen Flachau eine gute Partie machen und vor allem dann haben wir zwei Heimkämpfe im Juni und im Juli mit ORF. Da möchten wir ein bisschen an die Massen bewegen und eine gute Stimmung fürs Judo erzeugen. Vor 3 Tagen war noch die EM in Montpellier und trotzdem hast du da 2 Leute da, die bei der EM sehr erfolgreich gekämpft haben. Wie machst du das, dass die Legionäre trotzdem 3 Tage nach der EM sagen, hey Bertl, klar kommen wir? Es ist nicht das Geld, vielleicht ein bisschen auch. Wir wollen einfach eine gute Ligamannschaft haben. Wir brauchen gute Legionäre, die suchen wir uns A nach dem Können und Doppel A nach dem Charakter aus. Ich möchte jetzt einmal den Lukas Krupalek hervorheben. Er hat vor der EM zu mir gesagt, er macht auch das Gewicht nach der Europameisterschaft. Ich habe gesagt, das brauchst du nicht. Und ich habe mir die Siegerehrung von Lukas in Montpellier im Internet live angesehen. Ich habe den Lukas während der Siegerehrung ein SMS gesandt. Simply the best, congratulations. Und spätestens 7 bis 8 Minuten nach der Siegerehrung hat er mir zurückgeschrieben. Mehr will ich zu unseren Legionären nicht sagen. Und es macht uns stolz, dass wir so tolle Menschen haben. Und wir versuchen einen beruflichen Weg für diese Menschen in seinen Heimatstaaten zu kreieren. Das Rittern ist schon 30 Jahre. Sein bester Freund ist der Ministerpräsident in Montenegro. Wir bewegen ihn, dass er in die Politik geht. Lukas wird studiert Jus. Meine Intention, der Lukas ist 22 Jahre alt. Er kann auch 10, 12 Jahre Judo machen. Er studiert Jus auf meinen Anraten hin. Das sind einfach Sachen und das passt bei uns. Und wir haben eine gute Trainingsstimmung. Die ältere Generation wie Bob, Bertagnoli, Akad Philipp baut sich super ein. Die ziehen die Jungen zu. Wir haben eine Gaude. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren gemeinsam. Und heute ist es für uns Historie. Wir haben noch nie gegen euch gewonnen. Es tut mir leid, dass ihr seid tolle Kumpels, tolle Kerl. Ich hab's einmal einen verschissenen Saisonauftakt gehabt. Uns gefreut es uns heute und wir werden sicher ein paar Bier ziehen. Gratuliere dazu dabei. Danke.